Okay, kann losgehen. So, einen wunderschönen Tag aus der Wuhlhalle in Kassel. Wir sind hier beim Finale unseres eigenen Corona-Schießens. Viele der Wuhl-Freunde werden gesehen haben, auf Petank aktuell gab es die Initiative, in diesen merkwürdigen Zeiten irgendwie zum Wuhl-Spielen zu kommen. Das Corona-Schießen wurde ins Leben gerufen. Petank aktuell arbeitet mit Videoübertragungen auf Facebook. Ich habe das Ganze hier auch mal in Kassel angesprochen. Viele bei uns haben kein Facebook, wollen kein Facebook, fanden aber den Wettbewerb an sich relativ spannend, sodass wir einfach gesagt haben, naja, das kann man ja auch vielleicht ohne Facebook irgendwie adaptieren. Und ich hatte dann die Idee, wir machen das Ganze einfach über, ja, man schießt, man reicht ein Ergebnis ein, man benennt einen Zeugen, der das Ergebnis auch bestätigt und dann geht das Ganze eben auch ohne Videos, sondern einfach über E-Mail, über die einfache Kommunikation. Es haben sich dann bei uns in Kassel 16 Spieler bereit erklärt, an dem Turnier teilzunehmen und wir sind heute im Finale. Das Finale bestreiten Rainer Meder, der beginnt mit 10 Schüssen auf 7 Metern. Rainer Meder hat in der Vorrunde den 10. Platz belegt, hat sich dann aber souverän durchs Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale gekämpft mit sehr soliden Leistungen und steht jetzt hier im Finale. Rainer spielt für die Rumkugler in Kassel seit vielen, vielen Jahren in der Hessenliga. Rainer ist sehr regelmäßig bei uns auf dem Platz zu sehen, gerade im Sommer. Den Winter verbringt er gerne in wärmeren Gefilden. Verfügt eigentlich über einen schönen, lockeren Schuss. Ist einer unserer besseren Schießer in Kassel. Hat aber hier in der Anfangsphase Probleme, seinen Rhythmus zu finden. Was sicherlich auch der Anspannung geschuldet ist. Immerhin sind wir hier im Finale. Und ihr draußen guckt alle zu. So, nach einigen Schüssen stabilisiert sich langsam die Leistung von Rainer. Er hat schon ein paar Treffer gelandet. Wie gesagt, 30 Schüsse, 10 auf 7, 10 auf 8, 10 auf 9 Metern. Bei uns im Wettbewerb Mann gegen Mann wird nach jeweils 10 Schüssen gewechselt. Wir gucken mal, wie sich Rainer hier bei den ersten 10 Schüssen schlägt. Nochmal ein schöner Treffer. Nochmal kurz zu den Regeln. Die Zielkugel liegt in einem Ring, 50 cm im Durchmesser. Wenn man die Kugel trifft und aus dem Ring entfernt, gibt es 3 Punkte. Bleibt die zu schießende Kugel im Ring liegen, gibt es 1 Punkt. Bleibt die Schusskugel selber im Kreis, hat man einen Karo oder einen Surplus geschossen, kriegt man 5 Punkte. So, die ersten 10 Schüsse sind absolviert. Rainer hat 1, 2, 3, 4, 5 Treffer gelandet und hat 11 Punkte erzielt. Als er gegen mich im Viertelfinale gespielt hat, hat er in der ersten Runde 24 Punkte hingelegt. Also man sieht, er ist nervös und findet nicht so gut in das Spiel rein. Jetzt wollen wir mal gucken, was Rolf Knabenschuh, sein Gegner im Finale, in den ersten Schüssen bewirken kann. Rolf fängt an mit einem schönen Treffer. Die Frage, ist das ein Fünfer oder ist das ein Dreier? Ist die Kugel noch auf der Linie, dann gibt es 5 Punkte. Und ich denke, Rolf hat mit 5 Punkten begonnen. Rolf Knabenschuh spielt für den zweiten Kasseler Verein, für den BC Kassel, Bonjour Caro Kassel. Spielt dort in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Hessenliga. Und ist in dieser Mannschaft der sicherste und souveränste Schießer. Wenn man bedenkt, dass Rolf erst seit 6-7 Jahren dem Bullsport frönt, hat er wirklich sich toll entwickelt. Ist ein sehr sicherer Schütze geworden, auch sehr sympathisch in seinem Auftreten, spielt viele Turniere, spielt mit großem Spaß Buhl.
hat in unserer Vorrunde den vierten Platz belegt und hat aber alle weiteren Runden souverän bestritten und sich ganz souverän in dieses Finale gespielt. Weiterer Treffer. Je nachdem, ob die Kugel draußen war, waren es 3 oder 1 Punkt, aber es sieht aus, als wenn es ein weiterer Dreier gewesen wäre. Wir haben natürlich versucht, in diesen Corona-Zeiten, ich sage immer in den merkwürdigen Corona-Zeiten, alle Regeln und Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. In der Vorrunde konnte man alleine schießen mit einem Verwandten, natürlich auch mit einem zweiten Spieler mit entsprechend Abstand, der dann aufgebaut hat und die Punkte gezählt hat. Wir haben versucht, in den K.O.-Runden die 2 Personen, die gegeneinander angetreten sind, immer zusammenzubringen. Auch hier natürlich mit dem nötigen Abstand. Ja, was ihr auch mal seht, ist unsere, ja, wir nennen es unsere wunderschöne Buhlhalle, die wir in Kassel haben. Das ist eine alte Halle der Deutschen Eisenbahn. Hier wurden früher Züge und Loks instand gesetzt und wir haben hier in der Mitte ein Areal angemietet, das wir uns selber hergerichtet haben, mit Begrenzungen und Kies aufgeschüttet. Und wir haben das große Glück, diese Halle eigentlich 365 Tage am Jahr benutzen zu können, was natürlich gerade im Winter wunderschön ist. Weil wenn es draußen regnet oder schneit oder es relativ kalt ist, haben wir ein trockenes Plätzchen, in dem wir immer spielen können. Auch wenn wir keine Heizung haben, kein fließendes Wasser haben, uns im Winter natürlich dann auch entsprechend kalt ist. Aber es ist immer trocken und wir haben immer Licht. So, der Schuss ging knapp drüber. Rolf in seiner sehr eigenen Art zu schießen, der immer mit seinen Pendelbewegungen des Schussarmes seine Konzentration aufbaut. Der Schuss war zwar ein Treffer, aber hat vor dem Kreis aufgesetzt und damit zählt der Treffer nicht. Demarchschüsse sind nicht erlaubt oder nicht vorgesehen. Man muss also innerhalb des Schusskreises oder des Kreises, in dem die zu schießende Kugel liegt, aufsetzen, nur dann zählt der Treffer. So, ich denke, jetzt kommt der 10. und letzte Schuss auf 7 Meter von Rolf. So, nochmal ein schöner Eisentreffer von Rolf. Kugel direkt getroffen, 3 Punkte. Rolf hat auf 7 Meter von 10 Schüssen 7-mal getroffen und kommt auf die Punktzahl 21. Damit nach dem ersten Durchgang 10 Schüsse auf 7 Meter führt Rolf mit 21 zu 11 gegen Rainer. So, es wird alles vorbereitet für die zweiten 10 Schüsse von Rainer. Jetzt geht es auf 8 Meter. Die Regeln sind natürlich die gleichen. Eigentlich ein schöner Bogen, aber knapp oder ja, relativ deutlich links vorbeigesetzt. Es wäre Rainer zu wünschen, dass er jetzt langsam in dieses Match reinkommt. Das war ein wunderschöner Treffer, schön locker geschossen, schöner Bogen.
3 Punkte für Rainer, der damit schon mal auf 14 zu 21 verkürzen kann. Leider wieder links vorbeigezogen. So, alle Rainer, mach's mal spannend und lass mal noch ein paar Treffer krachen. Ein Treffer, leider nur ein Streifschuss. Die zu schießende Kugel verlässt nicht den Kreis, damit nur einen Punkt. Direkt einen zweiten Treffer hinterhergesetzt, diesmal 3 Punkte. Damit verkürzt Rainer auf 18 zu 21. Wieder ein schöner Bogen, wieder getroffen. Leider geht die Kugel nicht aus dem Kreis raus, bleibt auf der Linie liegen, also nur einen Punkt. Damit verkürzt Rainer auf 19 zu 21 und braucht noch mindestens einen Dreier, um erstmal auszugleichen. Der bisherige Höchstwert bei unserem Corona-Schießen, der liegt bei 72 Punkten. Ich muss eben mal nachgucken in meinen Unterlagen. Nein, bei 71 Punkten Wolfgang Landgrebe vom BC Kassel, der auch für den HPV-Kader Ü55 spielt, hat in der Achtelfinale die 71 Punkte geschossen und damit den höchsten Wert erzielt, mit Abstand den höchsten Wert. Es gab dann mehrere Ergebnisse im 50er-Bereich. Nochmal ein schöner Treffer von Rainer. Wer gut in Mathematik ist, bei 30 Schüssen und maximal 5 Punkten pro Schuss kann man also 150 Punkte erzielen. Wenn man von den 30 Schuss 30 Mal trifft, aber keine Karos schießt oder keine Surplus schießt, kommt man auf 90 Punkte. Und so kann jeder mal für sich ermitteln, was eigentlich ein durchschnittlicher und guter Wert ist. Nehmen wir mal an, eine Quote von 50%, also 15 Treffer. Jeweils 3 Punkte macht 45 Punkte. Also alles um die 45, 50 Punkte ist für einen normalen Freizeitspieler oder einen Ligaspieler im Ligabetrieb, ich sag mal, zweite Liga und darunter schon ein guter Wert. So, Rainer ist durch mit seinen 10 Schüssen von 8 Metern. Er hat wieder 11 Punkte geholt, das heißt 11 Punkte auf 7 Meter, 11 Punkte auf 8 Meter. Damit ist er mit 22 zu 21 in Führung gegangen. Allerdings benötigt Rolf jetzt nur einen Punkt oder einen Dreier, um auszugleichen bzw. selber wieder in Führung zu gehen. Wie ich schon gesagt habe, Rolf ist eigentlich durch den ganzen Wettbewerb sehr konstant durchgegangen. Rolf belegte nach der ersten Runde oder der Vorrunde mit 48 Punkten den vierten Platz, hat dann im Achtelfinale mit 35 Punkten seinen schlechtesten Wert gehabt, dann zweimal 46 geschossen im Viertelfinale und im Halbfinale und so wie er sich hier präsentiert, wird er auch im Finale wieder die 40-Punkte-Marke knacken.
Wenn man Rolf nach seinen Lieblingsdistanzen fragt, und ich kenne ihn sehr gut, weil ich auch schon viele Turniere mit ihm gespielt habe und wir auch zusammen in der Liga spielen, am liebsten schießt er auf 7 Meter, aber auch gerne auf 8 Metern. Und Rolf ist ein Schütze, der auch auf 9 und 10 Metern relativ konstante und hohe Quoten bringt. Hauptsache, er fühlt sich wohl und er kann sich konzentrieren. Und wie gesagt, wir müssen bedenken, Rolf spielt seit 6 oder 7 Jahren erst Pool. Und für die kurze Zeit, die er spielt, hat er sich zu einem ganz tollen Spieler entwickelt. Hatte letztes Jahr den großen Erfolg, dass er mit seinem Partner Mario die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft Doublet geschafft hat und an der DM in Berlin teilnehmen konnte. So, auf 8 Metern für Rolfs Verhältnisse relativ viele Löcher. Kaum habe ich es gesagt, bestraft er mich natürlich mit einem Treffer. Also, wie ich gesagt habe, wir in Kassel fanden die Idee des Corona-Schießens toll. Auch nochmal danke an Petanque Aktuell für die wirklich gute Idee. Ich hätte mir gewünscht, dass in Kassel vielleicht noch der eine oder andere Spieler mehr am Wettbewerb teilgenommen hätte. Immerhin haben wir eine große Poolgemeinde mit, naja, ich würde sagen, 50 Spielern, die mehr oder weniger regelmäßig Pool spielen. Natürlich außerhalb der Corona-Zeiten. Bei uns in Kassel war es aber schon auch so, dass wir relativ frühzeitig angefangen haben, wieder Tets zu spielen. Wir haben auch mit den Damen und Herren vom Ordnungsamt und der Polizei darüber gesprochen und die haben uns also bestätigt, dass ein Tet, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder gemischt, wie auch immer, durchaus erlaubt ist. Wenn es natürlich zum Beispiel ein Paar ist, das gemeinsam in einem Haushalt lebt, ist es sowieso kein Problem. Und wenn es aber halt zwei Freunde sind und sich an die Abstandsregeln halten, am besten noch mit zwei Schweinen spielen, dann ist das auch laut Aussage der Offiziellen kein Problem. So, zurück zu Rolf. Das war sein achter Schuss auf 8 Metern. Weitere 3 Punkte. Bleiben noch 2 Schüsse auf 8 Meter. Rechts vorbeigezogen. So ganz zufrieden ist Rolf nicht mit seiner Schussleistung auf 8 Metern, das kann man deutlich bei ihm an seinem Gesichtsausdruck ablesen. Und wir sehen jetzt den 10. und letzten Schuss von Rolf Knabenschuh auf 8 Meter. Wieder links vorbei. Damit landet Rolf auf 8 Metern nur 3 Treffer von 10. 3 mal 3 macht 9 Punkte. Damit hat er nach dem zweiten Durchgang 30 Punkte erreicht. Das heißt, er führt mit 30 zu 22 vor den entscheidenden letzten 20 Schüssen. So, es geht auf 9 Meter. Das Schöne bei diesen direkten Duellen ist halt, zum einen hat man einen
Wettkampfcharakter, einen richtigen Wettbewerb. Und zum Zweiten schießen beide auf dem gleichen Boden und haben damit die gleichen Bedingungen. Wir haben halt schon gehört in der Vorrunde und wir haben es auch auf Petanque aktuell gesehen, auf den Videos. Natürlich ist auch die Trefferquote oder die Karo-Quote abhängig von dem Boden. Je weicher, umso besser kann man draufrutschen oder umso eher bleibt auch mal eine Kugel liegen. Wir haben auch erst ab dem Viertelfinale gesagt, nehmt bitte keine Kugel, die einen 80 mm Durchmesser hat. Und bei diesen direkten Wettbewerben hat man eben wirklich ganz faire Bedingungen, weil jeder auf die gleiche Kugel schießt, den gleichen Lichtverhältnisse hat, den gleichen Boden hat. So, Rainer beginnt leider mit 3 Löchern auf 9 Metern. Er muss dringend punkten, um den Abstand zu verkürzen. So langsam wird die Luft dünn, wenn Rainer das Spiel noch drehen will und Rolf noch ein paar Punkte vorlegen möchte. Halle, Rainer. So, sehr schöner Treffer. Hätte eigentlich auch ein Karo werden können, aber sichere 3 Punkte für Rainer, der damit auf 25 zu 30 verkürzt. Weitere Treffer wären sehr hilfreich, um das Spiel weiter offen zu halten. Nochmal ein sehr schöner Bogen und ein sehr schöner Treffer. Voll auf Eisen, weitere 3 Punkte. Damit verkürzt Rainer auf 28 zu 30. So, leider wieder verzogen. Damit bleiben Rainer noch 4 Schüsse übrig, um seinen Punktewert weiter nach oben zu fahren. Und damit Rolf vor dessen 10 letzten Schüssen nochmal richtig unter Druck zu setzen und herauszufordern. Schöner Bogen, aber deutlich drüber. Das gleiche leider noch einmal. Rainers Bestwert liegt bei 52 Punkten, die er im Achtelfinale geschossen hat. Das Ganze hat er im Viertelfinale nochmal bestätigt mit 50 Punkten. Mit den 50 Punkten konnte er dann Wolfgang Landgräbe, der im Viertelfinale nur 44 Punkte erzielt hat, aus dem Wettbewerb schießen. Nach den 71 Punkten von Wolfgang im Achtelfinale war er eigentlich der Favorit auf den Titel des ersten Corona-Schießmeisters in Kassel. Aber wie das so ist beim Boule-Spielen, es entscheidet eben auch die Tagesform. Mal trifft man 10 von 10, mal trifft man 0 von 10. Ich denke, wir Freizeitspieler, Hobbyspieler, wir kennen das alle. Die Kunst ist halt, die Quote zu stabilisieren, möglichst halt konstant 50% oder mehr zu schießen und sich dann zu freuen, wenn man diese Tage hat, wo man eben auch mal 70-80% trifft.
So, Rainer hat den Schießwettbewerb beendet, hat auf 9 Metern 3 Treffer, A3 Punkte gelandet, gleich 9 Punkte. Ja, macht insgesamt 31 Punkte für Rainer. Rolf steht bei 30 Punkten, braucht also noch 3 Punkte oder 2 Punkte, um den Schießwettbewerb zu gewinnen. Das heißt, ein Dreier oder zwei, drei Ein-Punkte-Wertungen. Und Rolf ist der Sieger unseres Corona-Schießwettbewerbs. Auf geht's, Rolf. Und da ist der satte Eisentreffer. 3 Punkte für Rolf, der damit auf 33 Punkte uneinholbar wegzieht und damit den Wettbewerb jetzt schon gewonnen hat. Und noch weitere 9 Schüsse auf 9 Meter hat, um sein Punktekonto aufzubessern und vielleicht noch die 50-Punkte-Marke zu knacken. Wieder ein satter Eisentreffer, gleich nochmal 3 Punkte hinterhergeschossen. Besser kann man nicht starten, als dass man gleich die ersten beiden Schüsse trifft. Das gibt natürlich Sicherheit. Und natürlich weiß Rolf auch, dass er jetzt den Wettbewerb schon gewonnen hat und er kann locker aufspielen. Eigentlich war es geplant, das Endspiel an unserer schönen Orangerie in Kassel auszutragen, aber wie bei vielen anderen haben wir halt seit 2, 3 Tagen mal Regenwetter und wir haben uns dann entschieden, damit wir nicht abhängig sind vom Wetter und nicht irgendein Regenschauer uns stoppt, das Ganze in unsere Halle zu verlegen. Eigentlich wird unsere Halle natürlich hauptsächlich im Winter genutzt, aber eben an einem Regentag haben wir immer die Möglichkeit auszuweichen und unserem geliebten Hobby zu frönen. So, die zweite Dreierserie von Rolf. Knapp links vorbei, perfekte Länge. So, wieder korrigiert, sehr schönen Bogen geschossen, satter Treffer, weitere 3 Punkte für Rolf. Wie ich schon gesagt habe, Rolf ist bei uns dafür bekannt, dass ihm eigentlich Entfernungen egal sind. Er hat eigentlich eine sehr sparsame Links-Rechts-Streuung, das heißt, er findet immer gut die Linie beim Schießen, auch egal, ob da irgendwie enge Bilder liegen. Wird hier bestätigt mit einem schönen weiteren Eisentreffer, kerzengerade. So, von den ersten 6 Schüssen hat Rolf 4 getroffen auf 9 Meter und hat jetzt noch seine letzten 4 Schüsse vor sich. Bei 7 Metern, wie gesagt, 70% Trefferquote. Bei 8 Metern für ihn ungewöhnlich nur 30% Trefferquote. Und jetzt hier auf 9 Meter schon mit dem 5. Treffer im 7. Schuss. Ganz knapp am Karo vorbei. Die Kugel ist ganz leicht rausgelaufen, seine Schusskugel. Damit nur 3 Punkte. Und die letzten 3 Schüsse
von Rolf in unserem Corona-Wettbewerb, Schießwettbewerb. Bisschen zu kurz, ich glaube, die ist ihm rausgerutscht. Damit verbleiben noch zwei Schüsse. Rolf steht jetzt schon bei 45 Punkten, hat noch die Möglichkeit, die 50-Punkte-Marke zu knacken. Es kommt der vorletzte Schuss auf 9 Meter. Sehr schöner Treffer direkt auf Eisen, weitere 3 Punkte. Damit steht Rolf jetzt bei 48 Punkten. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein schöner Dreier oder mal einen richtig schönen satten Surplus. Auf geht's, Rolf. Kleiner Streifschuss, ein weiterer Punkt. Damit gewinnt Rolf mit 49 zu 31 gegen Rainer, unseren Corona-Schießwettbewerb aus Kassel. Danke an die Finalisten, Gratulation, danke an alle, die mitgemacht haben. Und ja, ihr draußen lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund und munter.